Ich begrüße euch recht herzlich zurück zur Pokémon Silberne Edition. Und heute ist es soweit. Wir stellen uns heute den Top 4. Zuvor kann ich euch zeigen, dass ich ein Sitra-King habe. Das habe ich mir gelingt. Die Drachenhaut ist entsprechend verschwunden, aber Simon hat sich entwickelt zu Sitra-King. Wasserdrachen-Pokémon. Und was ich auch gemacht habe, ich habe Eissturm gegen Eisstrahl getauscht, sodass wir mit Sitra-King jetzt dort angelangt sind, wo wir auch sein wollen. Des Weiteren noch eine kleine Änderung. Ich habe Scaraborn Kopfnuss beigebracht, anstatt Bodycheck, und genau mit dieser Aufstellung werden wir uns jetzt aufmachen zu den Top 4. Wir speichern noch ein letztes Mal das Spiel und dann hoffe ich, bin ich gut ausgerüstet für die nächsten 5 Kämpfe. So, Top 4 Willi ist unser erster Gegner. Da machen wir mit Blitzer von gar nicht so viel verkehrt. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das doch gleich so und stürzen uns in den Kampf. Oh, da fällt mir ein. Ich habe was vergessen. Okay, das kann ich nach dem Kampf noch machen, denn ich wollte ja meinem Lugia noch Spukball beibringen. Wäre natürlich für den Kampf jetzt nicht so verkehrt gewesen, aber okay. Okay, beim nächsten Top 4 lese ich das dann alles mal noch ein bisschen dramatisch mit. Jetzt geht's aber los. Der erste Kampf gegen die Top 4 steht an. Top 4, Willi möchte kämpfen. Und er hat 5 Pokémon. Als allererstes schickt er Xatu in den Kampf. Top 4 Willi ist bekannt für seine Psycho-Pokémon. Und ja, eigentlich habe ich ja gesagt, dass es die gleichen Top 4 sind wie in der Kanto-Region, beziehungsweise in der ersten Generation. Doch da war die erste Top 4 noch Lorelei mit ihren Eis-Pokémon. Hier haben wir Willi mit Psycho-Pokémon. Und sein Xatu ist schon mal Feierabend. Schön. Weiter geht's mit Rosana. Ich denke, das ist eine Aufgabe ganz klar für unser Tornupto. Müssen nur aufpassen, dass uns das Rosana möglichst nicht einschläfert. Also, direkt mit dem Feuerschlag agieren. Mal schauen, wo uns das hinbringt. Reicht das aus? Nein, reicht leider nicht ganz aus. Und wir bekommen eine Psychokinese ab. Sehr, sehr starke Psychoattacke. 100er Stärke. Und entsprechend gibt das ordentlich Schaden. Oh, Willi setzt keinen Trank ein. Opfert quasi sein Rosana, kann man sagen. Und weiter geht's mit dem nächsten Pokémon. Weiter geht's mit Lamus. Und da schicken wir natürlich wieder unser Blitzer in den Kampf. Dass der hier auch sehr gut geeignet ist. Wieder mit der Donnerblitzattacke. Dürfte nicht viel anbrennen. Jawohl, reicht sogar aus. Sehr schön. Nochmal einige Erfahrungspunkte. Ihr seht, es würde sich lohnen, danach noch 2, 3, 4, 5 Mal die Top 4 durchzumachen, um einfach die Pokémon ein bisschen vom Level her hochzubringen. Weiter geht's mit Kokowai. Natürlich auch hier die beste Wahl, unser Tornupto. Leider hat Scaraborn nicht bis Level 40 den Vielender erlernt, ansonsten wäre das hier die optimale Attacke gewesen. 120er Stärke und dann vierfacher Schaden plus Step macht sechsfacher Schaden. 6 mal 120, ja, das ist wie, als wenn ich hier mit Tornupto einen Hyperstrahl einsetze, der 720er Stärke hat. Also der kracht richtig durch. So, bis jetzt sind wir allerdings hier relativ problemfrei durchgekommen. Jetzt kommt nochmal ein Xatu zum krönenden Abschluss. Level 42, also 2 Level stärker als das erste Xatu. Aber auch das sollte eigentlich kein Problem darstellen für unser Blitzer. Wir sind wieder als erstes dran mit der Donnerblitzattacke. Und das reicht aus. Wunderbar. Mit ein paar kleinen Verletzungen bei Tornupto besiegen wir Top 4 Willi. Ich kann es nicht glauben. Und Cash gibt es im Übrigen auch.
Auch wenn ich besiegt wurde, werde ich an meiner Überzeugung festhalten. Ich werde weiterkämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Lauri, schreite voran und lerne die Grausamkeit der Top 4 kennen. So, bevor wir das machen, gibt es erstmal einen schönen Hypertrank für unser Tornoktor, dass alle wieder fit sind. Und, richtig, jetzt nehme ich mir mal hier den Spukball beiseite und bring den meinem Lugia bei. So, Lugia versucht Spukball zu erlernen. Kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Welche Attacke soll vergessen werden? Ja, eigentlich wäre halt auch eine Psychokinese noch ganz cool. Aber okay, nützt alles nicht. Man kann halt nicht alles haben. So, Windstoß vergessen und Lugia erlernt Spukball. Tja, die Psycho-Attacke bekommen wir dann sicherlich noch später. In Saffronia City. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Moment, bevor wir weitergehen, nehme ich natürlich das korrekte Pokémon vor, was wir jetzt gleich als erstes brauchen werden. Und das wird Tornoptor sein. Ja, als zweites geht es gegen Koga. Ich bin Koga, einer der Top 4. Da ich ein Ninja bin, lebe ich in der Dunkelheit. Mein komplizierter Stil wird dich verwirren und vernichten. Verwirrung, Schlaf, Gift. Auch du wirst ein Opfer meiner hinterhältigen Strategie. Wahahaha, bei Pokémon geht es nicht nur um Kraft allein, das wirst du noch herausfinden. Ja, Koga, in der ersten Generation noch Arenaleiter, hier hat er sich schon zum Top 4 hochgearbeitet. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wer war denn der zweite Top 4? Ah, zweiter Top 4 war Bruno, genau. Agathe war dritte Top 4 und Siegfried vierter. Jetzt geht's gegen Top 4 Koga. Und er schickt Ariados in den Kampf, die Weiterentwicklung von Webarak, ein Käfergift-Pokémon. Level 40. Ja, nur logisch, dass wir Tornoptor einsetzen. Und das ist sehr effektiv und das reicht sogar aus. Wunderbar, erstes Pokémon schon mal besiegt von Koga. Weiter geht's mit Forstelka. Okay, das ist natürlich jetzt keine clevere Entscheidung, weil Forstelka als Käfer-Stahl-Pokémon, da machen wir vierfachen Schaden plus Step ist wieder der sechsfache Schaden, den wir hier erreichen. Und entsprechend geht Forstelka natürlich am Ende auch zu Boden. Level 41 für unser Tornoptor. Weiter geht's mit Slimog. Jetzt werden wir natürlich das Pokémon wechseln. Ich denke, ich gebe Onix mal eine Chance. Weil die Giftattacken sind nicht so sehr effektiv. Onix hat eine relativ hohe Verteidigung. Und beherrscht die Erdbebenattacke. Denke aber, wir brauchen mindestens 2 Schläge, weil es eben noch Onix ist und noch nicht Stalos. Oder Onix macht halt einen Volltreffer. Onix, hast du was? Warst du bei Vielmann und hast deine Brille mitgenommen oder was ist hier los? Weiter geht's mit Omot, Käfergift-Pokémon. Jetzt bin ich am Überlegen. Ja, das machen wir mit Tornoptor. Ganz klar. Und natürlich mit der Feuerschlagattacke. Viel größere Sorgen mache ich mir um das Pokémon, was jetzt hier zum Schluss noch kommt. Weil das wird nicht ganz so einfach zu besiegen sein. Koga zieht sein Ass aus dem Ärmel und bringt X-Bat jetzt in den Kampf. X-Bat, die Weiterentwicklung von Golbat, die es seit dieser Generation gibt. Ja, ein Käfer, ein Giftflug-Pokémon. Wir versuchen es mit Blitzer. Sehr wahrscheinlich wird Blitzer langsamer sein als X-Bat. Und unter Umständen erstmal einen Konfusstrahl abbekommen, oder? Nein, Blitzer ist schneller. Das ist natürlich spitze. Die Frage ist nur, machen wir ausreichend Schaden? Jawohl, Blitzer ist richtig gut drauf. Und zur Belohnung gibt es natürlich auch Level 41 jetzt. Und damit besiegen wir Top 4 Koga.
Ah, du hast dich als würdig erwiesen. Ich habe alle meine Register gezogen. Alles war umsonst. Ich muss meine Fertigkeiten verbessern. Betritt den nächsten Raum und stelle dein Können unter Beweis. Alles klar, Koga. Der nächste Raum. Hier geht's dann gegen einen alten Bekannten. Wen nehmen wir vor? Ich würde fast meinen, es ist Zeit für Lugia. Genau so ist es. Es geht gegen Bruno. Er mittlerweile Nummer 3 der Top 4. Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unserer Kraft widerstehen? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für einen Kampf. Bereit, Lauri? Du wirst dich unserer unbändigen Kraft beugen müssen. Uah! Und damit beginnt Kampf Nummer 3. Top 4, Bruno möchte kämpfen. Und er schickt Capoeira in den Kampf. Das ist die besagte Weiterentwicklung von Rabauz, wenn Angriff und Verteidigung gleich hoch sind bei Level 20 und geeignet gegen Kampf-Pokémon sind Flugattacken. Wir bekommen vorher noch einen Ruckzuck-Hieb ab. Jetzt allerdings ist Lugia dran, der Luftstoß trifft. Und er ist richtig stark. Das sollte reichen, um Capoeira zu besiegen. Genauso ist es. Und damit geht's weiter mit Onyx. Ja, jetzt kommt der Einsatz unseres Citra Kings. Habe ich noch nie gesehen von hinten, wenn es für mich kämpft. So sieht's aus, okay. Absolut ansehnlich. Und natürlich nehmen wir die Surfer-Attacke. Tja, auch Bruno hat noch seinen Onyx-Hatzner nicht weiterentwickelt zu Stalos. Ja gut, muss er ja auch nicht zwingend. Und weiter geht's jetzt mit Kikli. Auch dafür sollten wir wieder Lugia bringen. Wäre halt schön, wenn Lugia jetzt noch so eine Psychokinese beherrschen würde. Aber okay. Du kannst halt nicht alles haben. Machen wir wieder mit dem Luftstoß und auch der trifft wieder. Das reicht definitiv. Kikli hat eine deutlich schwächere Verteidigung als Capoeira. Einzig bei Nokshan müssten wir uns Gedanken machen, ob es reicht. Aber ich denke, dass es selbst dort reichen sollte. Und wenn man vom Teufel spricht, da ist es auch schon Nokshan. Level 42. Ihr könnt euch sicherlich noch an... Ja, da geht die Attacke daneben. Ihr könnt euch sicherlich noch an das... Ice Heap. An das Ass von Bruno erinnern. Ja, dieses wird nämlich gleich aus dem Ärmel gezogen werden. Und das konnte, soweit ich weiß, Steinhagel. Nichtsdestotrotz werden wir das mit Lugia lösen, denn es kommt Machomai. Die Frage ist, können wir auch das mit einem Luftstoß erledigen? Machomai 6 Level höher als Lugia. Der Luftstoß trifft auf jeden Fall. Aber reicht das aus? Nein, es reicht nicht ganz. Und da ist auch schon der besagte Steinhagel. Das tut natürlich weh. Aber kein Problem für Lugia. Kein Problem für Lugia. Wir nutzen den Spukball. Oh, da gibt's Top-Trank bei Machomai. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe. Der Spukball macht nicht wirklich viel Schaden. Okay, wie verfahren wir weiter? Wir brauchen zum einen Äther, zum anderen müssen wir Lugia heilen. Boah, habe ich noch ein anderes draußen, was relativ resistent ist gegen Steinhagel? Ich schau mal, was jetzt von Machomai kommt. Wahrscheinlich wird es weitergehen mit Steinhagel. Ja. Kann natürlich ja auch ganz schnell passieren, dass hier ein Volltreffer kommt.
Und dann schauen wir nämlich in die Röhre. So viel zu dem Thema. Und damit ist Lugia ausgeschalten. Okay, wir wechseln das Pokémon. Bloß welches setze ich jetzt ein? Wir versuchen es mit Citra King zu lösen. Machen hier als allererstes mal einen Regentanz, um unsere Surferattacke zu verstärken. Kreuzhieb von Mashomai geht hier erstmal daneben. Zum Glück, muss ich fast sagen. Und jetzt kommen wir mit der Surferattacke. Die ist jetzt nochmal um 50% verstärkt. Dazu Step, das heißt 2,25-facher Schaden. Und das bringt schon einiges. Aber auch der Kreuzhieb wird einiges bringen. Boah, nächster Volltreffer. Das ist da nicht die Möglichkeit. So, wem schenke ich das Ganze? Boah, ist Onyx schnell genug? Wenn Onyx nicht schnell genug ist, gibt es ja den nächsten Treffer. Onyx ist schnell genug. Sollte das Erdbeben reichen, gibt es nochmal ordentlich Erfahrungspunkte für Onyx. Und es reicht. 1902 Erfahrungspunkte nochmal. Und Top 4 Bruno wurde besiegt. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor. Genau das machen wir. Brauchen jetzt erstmal schön zwei Beleber. Einmal für Lugia und einmal für Citra King. Und dann natürlich jeweils noch einen Hypertrank, um die KP wieder auf Maximum zu bringen. Und dann bin ich schon mal am Überlegen, was ich als erstes einsetze. Boah, wäre halt cool, wenn mein Skarabon eine Kampfattacke noch erlernt hätte. Mal so wird es jetzt gleich wieder richtig eklig werden. Boah, was mache ich? Was nehme ich vor? Ich versuche es mit Skarabon zu lösen. Ich versuche es mit Skarabon zu lösen. Was uns dann erwartet hier im nächsten Raum, das sehen wir aber dann erst beim nächsten Mal. Ich beende das Ganze hier an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal dann die vierte Top 4 und den Champ natürlich. Und dann hätten wir es auch schon geschafft. Mal schauen, ob wir noch irgendwo richtig große Probleme bekommen und an den Rande der Niederlage gedrängt werden oder sogar verlieren. Könnte noch spannend werden, die letzten zwei Kämpfe. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier zu Pokémon Silberne Edition, wenn wir dann die Top 4 und den Champ endgültig ausschalten. Bis dahin, macht's gut.